Auf unseren Vierbeiner ist immer Verlass. Er heißt Spot und wir setzen ihn heute auf einem Hochbauprojekt von Hochtief in Hessen ein. Unser mobiler kleiner Roboter steckt voller Elektronik. Gesteuert wird er zum Beispiel mit einem LiDAR, also einem dreidimensionalen Lasersystem. Wir lassen ihn heute über diese Baustelle laufen, um unseren Bauleitern und den Bauherren zu zeigen, wie weit die Arbeiten schon vorangeschritten sind. Dazu bahnt Spot sich seinen Weg und erstellt unzählige Datensätze. Daraus entwickeln wir dann sogenannte Punktewolken. Und die können wir vergleichen mit den geplanten 3D-Modellen. So wissen wir zu jeder Zeit, ob exakt nach Plan gebaut wird. Das hilft unseren Ingenieuren extrem. Zollstock und Checkliste war gestern, heute erledigt das unser Vierbeiner. Ja, Spot liefert uns eine Punktewolkeaufnahme. Das hilft uns bei unserer internen Qualitätssicherung. Wir bekommen vom Architekten ein digitales Modell, das heißt einen digitalen Zwilling in 3D. Wir können über eine Software diese Punktewolke, was der Spot uns liefert, auch mit unserem Modell vergleichen und dementsprechend auch Qualitätssicherung betreiben. Wie auch bei echten Hunden ist er uns in vielem überlegen. Und das beweist er uns täglich auf der Baustelle. Zum Beispiel kann er fast pausenlos arbeiten, mit Ausnahmen von Batteriewechseln natürlich. Und er wird auch nicht krank, es sei denn, er braucht mal ein kleines Update. Unser Spot lernt schon, richtig selbstständig zu sein. Wenn er ein Objekt einmal kennengelernt hat, berechnet er sich dann eine digitale Karte und weiß, wie er dann laufen soll. Bevor er aber auf Tour geht, haben wir ihn mit einem digitalen Modell des Projekts gefüttert. So weiß er zum Beispiel, dass es No-Go-Zonen gibt, in die er auf keinen Fall sich reinbewegen darf. Es wird somit verhindert, dass der Roboter aus einem höheren Stockwerk herunterfällt, weil beispielsweise noch keine Fenster eingebaut wurden. Aber auch zur Sicherheit auf der Baustelle trägt er bei. Fehlt irgendwo eine Absturzsicherung, fällt ihm das gleich auf und erschlägt Alarm. Auch in schwer zugänglichen Bereichen kann er die Arbeiter vor Gefahren schützen. Damit unser Roboter weiß, wo er hier auf der Baustelle loslaufen muss, hängt hier ein eindeutiger Marker, etwas ähnliches wie ein QR-Code. Und auch die exzellente Wahrnehmung hat er mit seinen tierischen Freunden gemeinsam. Er braucht keine Brille und kann trotzdem millimetergenau messen. Na komm, Spot, wir drehen noch eine Runde.